also die Physik, die Chemie und die Biologie gelten als die großen deduktiven Wissenschaften überhaupt. Das heißt, sie haben wirklich eine Stringenz von Beweisführungen, die man anhand von materiellen Experimenten halt wirklich nachweisen kann. Also diese drei Wissenschaften sind die Wissenschaften, die man auch auf, wo man ein Ergebnis findet, das kann man auf der ganzen Welt nachvollziehen, auf dem Nordpol genauso wie, was weiß ich, im Regenwald in Brasilien oder so. Da wird natürlich dann die Temperatur etwas schwanken, weil die Druckverhältnisse anders sind und so weiter. Aber das kann man alles, die Mathematik natürlich auch, das kann man alles nachbeweisen. Also ein Beweis innerhalb der Physik ist ein Beweis, der auf der ganzen Welt gilt, weil man kann das Experiment überall noch einmal nachweisen. Das ist in der Psychologie ganz anders oder in der Sozialwissenschaften. Das sind konstruierte Wissenschaften oftmals. Und deswegen ist es allgemein, es ist ja nicht nur von mir so genannt, sondern in der Wissenschaft allgemein sagt man halt eben, dass das die Königswissenschaft ist, die höchste und so. Ne? Das heißt jetzt nicht die beste oder so, aber es ist die höchste Wissenschaft, an der sich alle anderen Wissenschaften orientieren, über den Empirismus, also über den Wahrheitsnachweis. Obwohl ich ja geschrieben habe, Wahrheit gibt es nicht, also Wahrheit gibt es ja auch tatsächlich nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Und das ist halt die Königsdisziplin. Ne? Die Physik ist die Königin. Danach kommt die Chemie und die Biologie gleich hinten an. Weil die Mathematik ist halt eben eine sogenannte, also jetzt werden viele Mathematiker sagen, oh, die Mathematik ist aber noch besser. Ja, die Stringenz der Mathematik ist halt eben uneinholbar, aber die Mathematik ist eine Strukturwissenschaft oder eine Gebrauchswissenschaft, die man halt eben zur Beweisführung benutzt. Aber sie ist keine Wissenschaft, in der man allein aus der Mathematik irgendetwas Mathematisches herausfinden kann. So, Ausfahrt verlassen und auf die B17 fahren. Ja, deswegen habe ich sie so genannt. Aber das ist allgemein in der Wissenschaft so, dass man das so sagt. Also das ist jetzt nicht erfunden von Rüdiger Lenz und jetzt kann man wieder sagen, der Rüdiger hat einen Knall. Also das ist allgemein anerkannt, dass die Physik wirklich eine sehr hohe Beweisführung hat und sehr hohe Stringenz halt. Ne? Sie ist Beispiel für viele andere Wissenschaften auch. Und man unterteilt die Wissenschaften ganz platt gesagt in zwei Richtungen, in induktive, also die sogenannten Humanwissenschaften sind meistens induktive Wissenschaften, da muss man Dinge im Innenverhältnis halt nachweisen und nachrecherchieren, wie die Psychologie oder auch die Sozialwissenschaften, die eher konstruktiv sind, also man konstruiert etwas und dann findet man die richtigen Wege dazu. Jetzt auch wieder platt gesagt, nur bei der Psychologie ist es halt eben hauptsächlich durch statistische Wahrnehmung, durch statistische Erhebungen, die man heute macht, ist es halt eine Wischiwaschi-Disziplin genommen, obwohl die auch viel, wo man viel nachweisen kann, aber bei der Psychologie ist es halt eine induktive, eine in sich wahrnehmbare Wissenschaft. Das ist bei der Physik anders. Die Physik wird an äußeren Umständen ja quasi gemessen und auch in Versuchen äußerlich ja fest, also reproduzierbar. Immer, ja, genau. Gemacht. So. Die Physik heißt ja Natur, also die Physik ist die Naturwissenschaft, also die Wissenschaft über die Natur. Das ist natürlich sehr allgemein gehalten, weil die Natur ist ja alles und aber das ist halt die Physik. Die Physik ist sehr, sehr, sie ist auch natürlich sehr, sehr interessant. Ne? Sie umschreibt schon wirklich sehr, sehr viel. So. Sie ist eine technokratische Wissenschaft geworden. Das heißt, man holt sich aus der Physik immer nur die Dinge, die nutzbar sind für den Menschen, um seine Lebensqualität zu verbessern. Deswegen hat die Physik auch eine bestimmte Präferenz. Eine bestimmte Physik existiert in dieser Welt überhaupt nicht, obwohl die physikalischen Beispiele auch da sind. Also nehmen wir mal freie Energie. Da haben wir ganz andere physikalische Wechselwirkungsketten, die normale Physik, die wir jetzt kennen, überhaupt nicht kennt. Und auch überhaupt nicht wahrnimmt. Das spielt da gar keine Rolle, weil wir es gar nicht erforschen. Und da muss man halt eben auch vorsichtig sein zu sagen, dass die Physik alles beschreibt und die Physik hundertprozentig die Wahrheit darstellt. Nein, die Physik ist in dem Sinne sogar auch eine konstruierte Wissenschaft, eine anthropozentrische oder eine technokratische Wissenschaft, mit der man Brücken baut, Autos erschafft, Laptops oder Handys erschafft, ne, oder hier so ein Navigationssystem, das ist ja reine Physik und Chemie. Mehr ist das nicht, da hat mit Biologie auch wieder nichts zu tun. Ne?